mit diesem Telefon haben wir das gemacht. So, ihr Lieben. Angekommen. Danke. Wir sind wieder unterwegs. Als ich in deinem Alter war, musste ich erstmal das Negativ entwickeln und einen Abzug machen. Das dauerte etwa eine Woche. Kannst du dir vorstellen, heutzutage eine Woche auf ein Foto zu warten? Nee, ich muss los. Und eure Telefone? Keine Ahnung, wieso. Er schwelt ein bisschen in der Vergangenheit. Computer. Wenn 1967 jemand so etwas gehabt hätte, er hätte die Welt kontrollieren oder zerstören können. Unvorstellbar. Mhm. Ja. Der Scheiß ist krass. Hör mal, ich muss einen Jaguar töten. Ich wette, in 50 Jahren wirst du den Jaguar mit einem Handcomputer töten können. Das werde ich nicht mehr erleben. Aber ich kann es mir vorstellen. So ja. Ist das Leben. Viel Glück. Ich habe noch mehr Infos. Jo, also er erzählt sehr, sehr viel, denn das hat mit der nächsten Mission zu tun, denn wir sollen seine Kinder finden. Und denen möchte er Briefe übergeben. Na, warte mal, ich hole mir mal eben. Davor wollen wir aber noch einen Hinterhalt machen. Ja. Warte kurz. Was kannst du mir sagen? Dani, wir brauchen dein Talent beim Zerstören von Kontrollpunkten. Stehe und warte. Wir haben die Info bekommen, dass einer ganz in der Nähe ist. Hey, danke. Also, was uns nervös macht, ist, dass wir die Kinder immer noch nicht sehen. Immer noch nicht? Nee, das sind die Orte, an denen die sind. Was der uns da geschickt hat. Aber auf der Karte meinst du, oder? Ja. Ja gut, das ist natürlich blöd. Weil, also ich meine, das ist ja schön, dass da die Orte, aber da stehen ja keine Namen oder sowas, oder? Da stehen keine Namen, da stehen keine Orte, da sind keine Markierungen. Und da diese Ausrufezeichen, das sind, glaube ich, einfach nur, dass da neue Missionen sind, ne, oder? Gehe ich von aus, ja. Das ist eine komische Mission, ehrlich. Weil du kannst ja jetzt nicht die ganze Karte von oben bis unten durchgehen und hoffen, dass du da irgendwas findest, was so ähnlich aussieht wie auf dem Foto. Von daher sehr schwierig. Deswegen hast du, glaube ich, Machen wir erstmal den Hinterhalt. Ja. Dann machen wir erstmal den Hinterhalt, denke ich. Los, dann gehen wir in die Richtung dort und holen uns mal ein Auto. Niesen müssen, oder? Achso, ein Auto willst du auch noch? Na, hier wäre sogar eine Autostation. Naja. Ne, die haben aber keine schönen Autos für uns, oder? Warte mal, ich schau mal. Die haben keine schönen Autos. Die hätten einen Panzer. Wir könnten. Mit deinem Panzer. Also. Du, der ist doch hübsch. Nee, der ist aber auch so ungelenkig. Komm, wir gehen mal zur Straße vor. Holen wir uns einfach hier ein. So ein Wo ist denn dein Gockel eigentlich? Ich weiß nicht. Wo ist mein Gockel? Hallo? Also mein Guapo wäre da. Da ist er. Da ist er schon. Ja. Der hat noch geschlafen, weißt du, der hat Urlaub. Ach so. Ja, der hatte frei jetzt ein paar Tage und... Vorsicht, mein Freund. Ja, schön anhalten. So, Hühnchen. Keine Krokodile erlaubt. Dankeschön. Gehen Sie bitte... Ja, ich passe auf das Schätzchen auf, versprochen. So, wir mussten übrigens in den Fahrzeugen die Musik ausschalten, da YouTube sehr viel gemeckert hat. Ja, schade eigentlich. Aber es ist natürlich auch so, also... hier gerade bei Far Cry sind halt auch echt Songs dabei, die gibt's halt wirklich, ne? Also ja. Das ist kein Zeug Quatsch. Nur von hier, sondern da ist Ricky Martin dabei, Christina Aguilera war schon dabei, also... Warte mal, das war doch hier schon. Ja, das war hier schon. Genau, ich werde dann aber an den Stellen immer andere Musik einblenden, irgendwas von YouTube, was da frei ist, damit ihr da nicht gänzlich drauf verzichten müsst. So, jetzt ist hier irgendwas los. Da hinten. Oh, ich habe noch nichts gemacht, weißt du, und schon kracht hier. Nein, das war ich. Oh, Granate. Au. Oh, warte. Das klären wir hier ganz schnell. Was soll... Oh, da kommen noch ein paar andere. Hey, hör auf zu brennen. Ach, du bist es. Wer? Ich nö. Nein, du doch nicht. Ich weiß ja, von gar nicht. Nichts. Mal anzünden. Oh, der hält aber was aus hier, der Bursche. Der wird gleich in die Luft fliegen. Jo. Sagte er und war verwirrt. Na, warst du schon? Warst du schon? Weiß schon. Ich snack mir das okay. Zeug hier. Wenn ich gerade oder warum zuckt das hier rum? Kommandant der Punkte, Senorita. Wuhu.
Oh, jetzt ist aber Zeitlupe wieder hier. Ein bisschen Kleber haben wir gefunden. Siehst du, kannst du immer gut gebrauchen, weißt du. Weißt ja nie, wann du irgendwas kleben musst. Also das nervt mich aber trotzdem mit den Bildern. Ja, vielleicht finden wir das noch irgendwie raus nebenbei, keine Ahnung. Weil das ist ja, also das ist ja, ne? Aber wir müssen das auch nicht extra annehmen oder so, weil es schon angenommen ist. Warte mal, wir schauen doch mal, was da genau in der Missionsbeschreibung steht. Warte mal. Notizbuch. Schauen wir mal. Meine Kinder verdienen eine Entschuldigung von mir. Ich muss bei meinen Kindern Wiedergutmachung leisten. Ich habe mich jahrelang geweigert, mich meiner Verantwortung als Vater zu stellen. Jetzt im Alter, bla bla bla. Sprich mit Lorenzos Kindern. Da steht aber auch nicht mehr dazu, ne? Belohnung sind 500 XP. Mehr gibt's dazu nicht. Ja, aber das gibt's auch nicht. Also wie sollen wir denn das so rausfinden? Wahrscheinlich, keine Ahnung, durch Zufall, wenn man da... Und das? Kommt mir denn da irgendwas bekannt vor? Nee. Mitteilung an alle Zivilisten. Alle Zivilisten ist es auf Befehl von Admiral... Wie heißt der? Benitez untersagt, den Treibstoff von allen von der Marine besetzten Tankstellen für zivile Zwecke zu nutzen. Siehst du mal. Hier ist ja eine ganz motivierte Guerilla-Kämpferin. Nö, keine Ahnung. Finca Perdomo. Lass mich mal gucken, ob ich die Finca Perdomo finde. Oh, schick. Oh. Scheiße, es brennt, sagt er. Was ist denn das hier hinten? Warum habe ich denn hier noch einen Ausrufezeichen? Echt so eine Scheiße, Mensch. Was haben wir denn hier? Ein Hasenjagdgebiet habe ich gefunden. Ätsche-bätsche. Oh ja, super, super. Wenn wir endlich Hasen jagen. Ich bin stolz auf dich. So, ich bin auch gar nicht lang wach, deswegen habe ich auch nicht unbedingt eine Stimme. Genau. Wir gehen mal auf die Karte. Ich gehe auf die Karte, jawohl. Also wir haben mehrere Sachen, die wir machen können. Wir können das hier einnehmen. Ja. Genau, Fort Santa Maria. Wir können das hier einnehmen. Ja. Und wir haben hier unten noch einen Kontrollpunkt, den wir auch noch nicht haben. Und ganz hier unten wäre sogar noch eine Luftabwehranlage, die wir auch noch nicht haben. Ja, dann lass uns da runterfahren zu dem vorletzten, was du angeklickt hast, weil das liegt direkt an der Straße. Und wir haben ja einmal ein Auto, weißt du? Was ist der Kontrollpunkt? Ja. Würde ich sagen. Dann? Da kommen Sie mal rein. Hier ist doof. Ja, das ist irgendeine völlig übermotivierte... Back, back, genau, die soll mal ein bisschen hinmachen, ja. Back, back. Hallo. Wer hupt denn hier rum? Gibt doch gar keinen Grund. So, du bist da, ja. Ja. Sehr gut. Wir überholen natürlich wie immer rechts. Das ist Rechtsüberholgebot. Ja, und wie gesagt, das wir blenden. Das ist hier auf Yara so, ne? Ja, na klar, das war schon immer so auf Yara hier. So, und wie gesagt, ich blende euch irgendeine andere Musik ein. Irgendeine, die... YouTube-Gericht ist. Mhm. Vielleicht auch was Entspanntes. Olli mir auch ein Verbot gegeben. Ich darf auch nicht mehr mitsingen jetzt. Genau, weil Dani hat ja noch Musik. Ich muss das leider runterdrehen. Zumindest im Radio. Ja, und von daher. Nicht wundern, wenn jetzt irgendwelche smoothen Country-Klänge kommen. Schau mal, das ist ein Hubschrauber. Ja, den kennen wir ja schon. Nee, wir fahren aber trotzdem mit dem Auto. Nee, klar. Guck mal, hier ist ein Schild, das kannst du tot machen. Sehr gut. Oh, das war aber ein Ziel. Das war aber gar kein... Ja. Oh, ja. Was war jetzt? Irgendjemand hat auf mich geschossen. Hier hockt einer drin. Was? Okay, schon durch. Ich kann mit einer Hand nachladen, ne? Glaubst du es? Oh, der ist gegen die Mauer gefahren. Der ist ja ganz schön doof. Die befreien wir mal ganz kurz, die Frau hier. Befrei die mal. Da war doch ein anderes Auto noch. Ach, die haben da hinten... Die sind gegen die Mauer gefahren. Die kommen schon, keine Sorge. Kommen sie raus? Hallo? Rafa. Die hat voll eine versemmelt bekommen von dem einen Typen. Da kommt der Nächste. Komm, wir hauen schnell ab. Ich hol mir... La Munition. Oh, hier geht's ab jetzt, Leute.
Die kommen schon wieder aus allen Richtungen hier. Aber hier wären vielleicht noch... Gefangene? Gefangene drin. Dann holen wir die doch raus. Und raus. Immer schön raus. Immer schön raus, Leute. Guten Tag. Hallo. Ja, echt toll. Wuhu. Wir sind so nett zu den Leuten, ehrlich, das ist gigantisch. Und du hast eine Knarre gefunden? Ja, herrlich. So. Jetzt geht's los. Wo ist mein Hahn? Nicht über mein Guapo. Ma. Fahren. Ja, der ist ins Gemüse gesprintet. Alles gut. Jo, Leute, lauft, ihr seid frei. So, dann kommen wir gleich zu dem Kontrollpunkt, ne? Den nehmen wir ganz kurz ein. Das ist gut, ja, ja. Ja, ja, wir kommen da schon hin. 700 Meter noch. Was ist denn das hier eigentlich? Ist das so eine Farm? Nö, das ist einfach nur... Ach, die haben ja die Wildtiere gefangen. Siehst du mal, die lassen wir lieber da, wo sie sind. Ja, die Wildtiere, die... Da gibt es zwar eine FND-Kiste, das ist aber... ja nicht Hogwarts, weißt du, wo du alle Tiere befreien musst. Ja, und dann streicheln darfst. Hier beißen und dann die streichen zurück. Darfst und vielleicht sogar behalten darfst. Hier beißen die zurück. Hier beißen sie zurück, ja. Nicht nett, nicht nett. Oh, überall diese Soldaten hier. Ja, ja. So, kannst du mal dich um den kümmern hier? Jo. Sehr gut. Ich hab dir deine Knarre hingelegt. Kannst du gleich haben. Ja, ja. Gerne, mein Freund, gerne. Du hast gut zu tun, ne? Mein Hahn ist da, jo. Oh, warte mal. Unser Auto. Unser Auto ist gleich... Kurz reparieren, Moment. Einmal an der Tür entlang löten, dann ist das Auto wieder okay. Hühnchen, rein mit dir. Bist du drin? Huhn. Mann. Kommst du jetzt? Boah, lass dir Zeit. Genau, hier rennt der Bauer Lindemann schon rüber. Hier sind wir doch schon. Da sind wir schon. So, ich parke kurz am Rand. So. Scheiße, Schüssel. Wo? Weiß ich nicht. Hat er gesagt. Irgendjemand also, hier. Nicht vom Käse erzählt. Was ist denn hier los? Wer schießt denn hier auf mich? Der Typ hier? Tatsächlich. Ach, da oben. Jetzt fahren die unser Auto kaputt. So, komm mal her. Jungs, kommt mit raus hier. Wir brauchen eure Hilfe. Du kommst klar? Ich weiß, ich sehe nicht, von wo jemand da auf mich schießt. Das ja, ja, irgendwo Problem. Hat er einer geschossen. Ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Echt. Er ist schon drin. Ja, Mensch. Das ist echt verrückt hier. So. Das ist ganz schön verrückt. Ach ja, übrigens, danke für die Kommentare. Ja. Und ja, wir haben tatsächlich vor, Far Cry 5 danach zu spielen. Das richtig, ja. Tatsächlich eine... hat Olli schon gemeint, oh, das müssen wir eigentlich danach machen. Jawohl, das hatte deutlich bessere Bewertung. Und von daher? Genau, dann haben wir gesagt, naja, gut. Wenn ihr das auch schon vorschlagt. Dann müssen wir das natürlich machen, ne? Dann machen wir das. So, warte mal hier. Ich muss die Schlüsselkarte? Mal... Nee, noch nicht. Ich muss erst mal... Sag mir, was du weißt. Sag mir, was du weißt. Nien, ist klar. Wir sind schon wieder böse, weißt du? Ja, ja. Da. Da oben? Scheiße, sagt man nicht. Nein. Das ist ein Geschrei hier schon wieder. Nee, Schlüsselkarte habe ich leider nicht gefunden. Ja, ich auch. Und ehrlich gesagt habe ich auch aber gar nicht gesucht. Ich war da oben gerade in dem Ding drin. Vielleicht habe ich die ja noch von letztem. Haben wir das schon eingenommen? Also hier ist ja offen, weißt du? Ich sag nur. Was? Ich bin noch nicht reingekommen. Ich bin viel cooler wie du. Wahrscheinlich. Ja. Eine Sisse-Pulver habe ich sehr gefunden. Okay. Ich bin mal schnell hier oben im Türmchen drinnen. Was? Ah, hier sind auch ein paar Bettchen. Ein paar Bettchen? Ja, Stockbetten. Ich beschütze derweil mit unseren Kumpels hier den Posten, ja? Ja, ja. Naja, es ist ja sowieso das, was ich sammle, kriegst ja du auch. Also wir helfen einfach bei der Absicherung hier. Und das Hühnchen da, das fühlt sich sauwohl hier. Das ist sehr gut.
Oh, schön machst du das. Ist ja voll der Gleiter. Bist du mein B-Gleiter? Ja. So, was ist denn jetzt hier? Steht das Auto im Weg? Warte mal, ich muss mal eben umparken. Wieso? Im Weg für was? Für zum Durchfahren. Ja, wollen wir dann gleich hier unten das, die Werft hier einnehmen? Deswegen, hm? Ja. Ja. Habe ich mir so gedacht. Gut, dann. Los, rein damit. Oh, Auto ist natürlich kaputt, aber ist wurscht. Wir haben ja unbegrenzt im Fuhrpark. Hühnchen, danke. Weißt du, wir haben unbegrenzte Fahrzeuge. Ich glaube, das geht nicht kaputt. Das geht wieder nicht kaputt. Oh, schau mal, ein Schiffchen. Ja, und wir nehmen jetzt die Werft ein. So sieht's nämlich aus. Ein Ruf? Clara, ich bin an einer Art Schiffsabwrackstation in den Robustas-Hügeln. Ach, da bist du. Castillos Leute verschrotten dort alte Kriegsschiffe. Sieh nach, ob es einen alten Bordcomputer gibt. Und lade gibt's so viel bestimmt. Wie möglich runter. Jede Info ist eine gute Info. Aha. Also ein alter Bordcomputer? Was hängt denn hier hinten? Was ist denn das? Was? Wo hängt was? Achso, hier ist wieder ein Jaguar-Jagdgebiet habe ich gefunden. Aha. Ich dachte, du hast ein paar Bananen und ein paar Äpfel für uns. Jo, auch. Hier ein Täschchen. Hast du die da liegen lassen? Hä? Da war ein schönes Handtäschchen. Ich dachte, das hätte dir gefallen. So, den einen Typen habe ich gerade erschossen, der andere ist gleich wieder nachgespawnt. Da ist ja. Oh. Komm, bleib stehen. Kleiner Lümmel. Lade nach. Wer ist denn das? Ein Arbeiter. Nicht erschießen. Irgendwo schießt noch einer. Wer ist denn hier das Wahnsinns fette Beute? Er da. Und tschüss. Wir befreien euch. Wir sind hier, um euch zu befreien, Leute. Genau. Greift zu den Waffen. Oh, hier ist Ups. Hier ist Ups. Wo ist Ups? Naja, so ein Ups halt. Bändchen. Weißt du, so ein Bändchen. Oh, Bändchen. Wahnsinn. Ich habe einen USB-Stick gefunden und Schlüssel habe ich gefunden. Einer musste ja wieder draufdrücken, weißt du? Ja, die sind alle so doof. Oh, es ist furchtbar. Wo kommen Soldados direkt auf mich zu? Ich bin da. Ich bin bereit. Die da. Das waren die Soldados. Wo? Ui, Luftunterstützer. Den will ich haben. Seitlich Osten Luft. Was habt ihr denn jetzt hier? Seitlich Osten Luft über uns, unter uns. Wo denn jetzt? Wo? Wo bist du? Hallo? Genau, Hähnchen, mach was. Ui, ich bin gleich weg. Lass mich kurz reparieren. Wo ist denn der Lump? Wo ist der Hubschrauber? Bravo. Ich hab ihn noch nicht entdeckt. Ah, da ist der Hubschrauber. Du bist das beste Hähnchen. So, ich würde sagen, ich erklimme bald das Gebiet hier, ne? Okay, Hubschrauber ist unten. Jetzt bin ich tatsächlich an diesem kleinen Ding hängen geblieben. Komm ich hier rein? Nö. Okay, dann gehe ich mal hoch. Ich bin hier oben schon. Du bist schon oben. Na klar. So, Wahnsinn hier. Die Frau räumt direkt alles auf. Hallo. Du bist aber eindeutig einen anderen Weg gegangen. Achso, ich bin hinten rum außen gegangen. Siehst du, ich komme einmal hoch, schieße einen tot und schon ist das erledigt, weißt du? Ja. So machen das richtige, wahre Leute. Aber auch schön, ne? Jetzt haben wir eine Abwrackwerft. Da kann ich gleich. Wir haben eine Abwrackwerft. Eine Ship Graveyard Simulator 3 sozusagen. Oh, herrlich. Schön, ich will den Bagger nehmen. Ja, nun, jetzt. Jetzt stehen wir aber ganz schön da, du. Hola. Hola. Kann ich doch eigentlich gleich versuchen? Hier, Händlerin, was hast denn du Schönes für uns? Sag mal. Ich hol mal das Zeug hier. Oh. Mungo-Fleisch. Hat die noch was Schönes für uns? Was hast denn du Tolles für uns? Du hast ja nur Käse. So, Primus hat die auch.
Jo, aber mehr nicht. Das ist halt alles. Danke für nichts, junge Frau. Da oben ist noch so eine. Hier gibt's eine Schiffchenstation. Das ist ja super. Ja. Weil dann würde ich nämlich sagen. Ja. Nehmen wir uns ein Schiffchen. Geh mal auf die Karte. Warte. Nein. Moment. So, jetzt bin ich auf der Karte. Also wir nehmen uns jetzt ein Schiffchen, machen hier die Flugabwehranlage kaputt. Ja. Und dann fahren wir mit dem Schiffchen hier hoch und holen uns das Fort Santa Maria. Das klingt sehr gut. So, wo ist denn das Schiffchen? Ach, da hinten. Genau, Schiffchen. Ich komme. Schönen guten Tag. Oh, hier muss ich das ja machen, ne? Wasserfahrzeug. Hä? Wir können auch den Gyrokopter hier holen. Das ist ja verrückt. Das ist ein Wasserfahrzeug? Das ist anscheinend auch ein Wasserfahrzeug. Verrückt. Oh, nimm mal dein Ding weg. Hast du nichts Besseres gefunden als das Schlauchboot hier? Ich habe nichts anderes. Wir haben bisher noch kein anderes Teil abgegeben. So, mein Hühnchen hat hier keinen Platz, oder? Nee. Nö, der ist auch ganz entspannt da oben. Und du sagst mir, in welche Richtung? Ach, ich sehe schon. Alles gut. Ja, ich habe noch markiert. Alles gut. Immer Vollgas. Wir mögen keine Flugabwehranlagen, das ist wirklich nee, so. Nee, das ist aber eine Allergie dagegen. Aber ich glaube, die ist ja sowieso gleich, ne? Ruhig. Ja. Guck mal, hier ist noch so ein kleiner Außenposten. Was haben wir denn die hier noch? So ein leicht benebelter Außenposten. Machen wir gleich kaputt. Jawohl. Wo haben wir denn hier einen Anlandepunkt? Nehmen wir den hier. Vielleicht brauchen wir den ja auch gar nicht so richtig. Du kannst ja schon mal losballern wie so eine Irre. Upsi. Okay, Luftraum befreit. Luftraum ist direkt befreit. Dann gehen wir mal auf diese kleine Insel und schauen mal. Ja. Ich muss nur kurz den Rückwärtsgang reinballern. Ups. Hier ist auch eine Mine. Da war eine Insel im Weg. Jo, da war die Mine. Ist es noch gut, das kleine Schlauchboot? Ich weiß es nicht. Ja, wir haben ein minensicheres Schlauchboot. Aber ich höre, dass Luft rausgeht. Ja. Doch. Stimmt, es wird auch schon ganz wabbelig. Fahre ich mal vorsichtig hier ran? Ja, die haben da auch ein Sting gehabt, habe ich gerade vorher gesehen. Das ist gut. Also ich höre, du machst das schon. Dass da Luft rausgeht. Aber ich muss unser Schlauchboot mit Flammen reparieren. Die haben hier auch eins stehen, so ist es nicht. Okay. Klär das mal schnell dort. Hab ich schon. Oh, wie lange das repariert wird mit Flammen, so ein Gummiboot? Das ist ja toll. Vielleicht schweißt du das Gummi neu wieder zusammen? Meinst du so aus Bahnen und so? Ehrlich. Leute, ehrlich. So, wo sind wir denn? Hallöchen? Er hat schon alle umgebracht das hier, weißt du? Schau, hier wäre Neues. Allerdings ein rotes. Wir haben ja ein blaues, ja. Ja, wir könnten uns ja auch tarnen, weißt du? Aber hier gab es nichts weiter, hast du gesagt? Nö, nur so Zeug halt zum Einsammeln. Zeug halt, so. Jawohl. So, geben Sie mir die Richtung an, junge Frau. So, ja, ja. So in etwa. Jetzt müssen wir ein bisschen außenrum um die Insel fahren. In welche Richtung? Fahre ich richtig? Oh, Entschuldigung. Du fährst mal nach. Ich schaue nach oben. Wo habe ich es denn markiert? Ja, ja, genau. Da vorne dann rechts. Jawohl. Bom. Wir gehen mal hier rum, ne? Oder? Ja. Mhm. Ist das hier? Libertate! Au. Du, die schießen uns ganz schön kaputt. Ich sag's dir nur. Ja, jetzt, wir haben schon wieder ein Loch. Ja, ich krieg auch immer noch Treffer. Ja, gleich sind wir durch. Oh oh, jetzt müssen wir schwimmen. Verdammt. Oh, wieder falsche Taste gedrückt. Ich hasse das. Oh. Bin tot. So, jetzt hast du es. Nicht nur du. Also das nächste Mal. Nicht gut.
gleich mit vollster Bewaffnung auf die... Wo sind wir denn jetzt? Sind wir wieder hier? Ja, wir sind wieder da. Aber die Flugabwehranlage ist weg. Dann auf ein neues, oder? Wir testen das nochmal. Mit deinem blöden Schlauchboot, weißt du? Ja, ich habe nichts anderes. Es tut mir leid, wenn die hier uns nichts anderes zur Verfügung stellen. Guck mal, da sind so Dinger, wo du dich anhakeln kannst. Und schon ist er oben, weißt du? Komm hier, komm hier. Unglaublich. Weil dein Hühnchen schwimmt. Sehr süß. Es kommt hinterher, ne? Das greift jetzt alle an. Mhm. So, Richtung nochmal bestimmen, bitte. Ja, bleib bei rechts. Bleib bei rechts, jawohl. So, aber jetzt machen wir die gleich fertig, ne? Jetzt machen wir sie sofort und dann nehmen wir... Sofort und ohne Gnade. Wir sind und dann nehmen wir den ihr Boot. Wir sind nämlich die Gnadenlosen. Nö, das Boot wird mit zerstört. Das haben die nicht anders verdient. 2500 Meter, das ist wahnsinnig. Ja, das ist so halt einmal um die Insel rum, gell? So viel habe ich gar nicht getankt. Schau mal, Vögel. Was ist denn das für eine alte Ruine hier? Egal, schieß drauf. Mach ich. Oh. Zicklein. Ja, du, Zicklein? Ja, ja. Die haben überall so kleine Türmchen hier, ne? Ja, ja, ja. Guck mal, da hängt einer. Oh, der chillt. Ist das, ist das so eine Yoga-Therapie oder sowas? Mhm. Aha. Naja, das ist gut für den Rücken, ne? Ja, ja. Hab ich auch mal gehört. Siehst du, jetzt kriegen wir freiwillig vom Spiel irgendwelche Musik. Ist da oben eine Party? Nö. Nee. So, da. Schau. Warte kurz. Warte kurz. Ich bin sofort da. Oh, die halten ja was aus, die Dinger. So. Hätten wir das geklärt. Nochmal nicht. Nein, auf keinen Fall. Wir lassen uns doch hier nicht verarschen von denen. Niemals. So, wir sollen irgendwo hinkommen. Da hängt noch einer. Na, lass ihn hängen. Das ist irgend so ein Therapieding hier auf dieser Insel, glaube ich. Ich glaube, die Insel ist dafür bekannt, dass sich da Leute an den Füßen über Nacht an irgendwelche Stege hängen. Ich sag's dir. Oh, süßes kleines Feuerchen. So, wer ist das davon? Weiß nicht, aber er haut ab. Aha. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Naja, das ist, glaube ich, kein böser. Doch, das ist, oder? Also bei mir sieht er nicht böse aus. Aber da ist ein... Oh, da sind viele Boote. Ich hau lieber ab. Denn drei sind ja, eins zu... Ja, das sind alles böse. Ja, ja. Und jetzt schießen die echt auf uns. Puh. Was? Ich hoffe doch nicht. Ja, doch, doch. Bin die jetzt oder was? Die Riffhaie. Aber wir sind viel schneller. Ah, Riffhaie gibt's hier. Mhm. Super. Wenn du mal Riffhaie brauchst, das ist hier, wäre das, ne? Okay. Merken sich das bitte? Absolut. Gut. Unbedingt. Jawohl. Oh, ich glaube, wir kriegen jetzt einen Leuchtturm, oder? Kriegen wir einen Leuchtturm? Mhm. Ja, dann. Leuchten wir. So, das ist davon, ne? Dieses ganze Gebiet. Ja. Sehr gut. Schauen wir mal, wo wir hier... Ich glaube, gerade zu können wir doch gleich... Ist wieder so eine Burg, oder? Eher aus wie ein Leuchtturm. Wir gehen... Da hinten an den Steg. Hey, ich bin an einem alten Fort. Weißt du was darüber? Das bei Segunda, ja? Ja, es ist alt. Castillo nutzt es, um den Schwarzmarktschmuggel zu stoppen. Einer von uns ist ihnen ins Netz gegangen. Sieh mal, was du tun kannst. Ich guck's mir an. Wir gucken uns das jetzt mal an, ne? Upsi. Augen auf, Dani. Dani, Augen auf. Augen auf beim Vorkauf. Okay, das geht nicht kaputt. Oh, hier wird schon losgerappert. Lass mich doch von dem nicht erschießen. Nee. So, Morgen, wir sind da. Servus.
Fahr zur Hölle. Ich fahr zur Hölle. Was ist denn hier los? Wir hatten hier den ganzen Müll gemacht. Hallöchen. Reicht hier einer rum? Oh. Oh nee. Super. Machen die das immer? Wer bist denn du? Geil, er schaut nach oben, weißt du, und ich komme von hinten. Damit hat er jetzt nicht gerechnet. Das kommt schon weg, klasse. So, ich gehe mal hoch. Verschaffen wir da mal einen Überblick. Oh. So, machen wir mal ein bisschen Action hier. Wir kriegen Verstärkung über das Wasser. Kein Problem, Leute. Hallo. Die haben da so eine kleine Bombe auf die Treppe gelegt. Wie blöd sind die denn? Schon wieder? Ja, das hast du doch schon gesagt. Feindliche Truppen nähern sich deiner Position von Norden her. Aha. Okay, wo ist denn Norden? Ja, da gegenüber von Süden. Da hat die jetzt so. Hier ist irgendein Computer, haben die gesagt. Ein Computer. Irgendwo hier unten. Hä? Hier ist nichts. Oh, das ist ja ein geiles Ding. Was haben wir denn hier? Ein kleines Büchselein. Das will ich bitte haben. Back, back. Tja, wo wird denn der blöde Computer angezeigt? Ist der hier unter der Treppe oder was ist der? Kann ich mir ja fast nicht vorstellen. Nö. Verdammt. Hier wird irgendwo noch diskutiert. Oh. Ja, ja, hier drüben ganz viel. Ethos. Hallo, stehen bleiben. So sieht das aus, Leute. So sieht's aus. Jetzt so haben wir auch ein Vor. Das kann vorkommen. Sehr cool. Da haben wir so viel erobert in dieser einen Folge. Wahnsinn. Leute, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, ein Abo und irgendwas anderes, was ihr uns hinterlassen möchtet. Und dann sehen Vielleicht wir uns wieder. Vielleicht finden wir auch irgendwann mal die Kinder von dem Typen da. Ja, müssen wir die finden? Ja. Oh, der hat was für uns. Warte kurz. Dani. Ja. Wir wollen ein paar neuen Rekruten zeigen, wie der Hase läuft. Aha. Ja. Es geht um einen Hinterhalt. Oh. Würdest du ihnen zeigen, wie es gemacht wird? Aber selbstverständlich. Deine Hilfe gut gebrauchen. Sehr natürlich. Sehr gut. Wir haben nämlich einen Schlüssel zum Schmuggelwarnlager erhalten. Ja, aber wir müssen das tatsächlich machen, weil das ist, glaube ich, die Hauptmission, oder? Meinst du mit den Fotos? Ja. Warum sagst du so was Böses? Ja. So nicht normal? Ja, Leute, also ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Halt, ich habe neue Fotos bekommen. Moment, wir bleiben noch kurz da. Hallo, Fotos? Er sagt, ich habe neue Fotos bekommen, ich kann sie aber nicht angucken. Ja. Bestimmt ist mein Handy kaputt. Beim Kampf, weißt du? Das ist runtergefallen. Das hat wahrscheinlich einen Sprung. Auch das neue Yarafone 15. Yarafone. Alles klar. Ciao. Tschüss.